Wir haben Donnerstag, den 28.09.2017. Es ist 2.26 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 857 Abonnenten und 134.000 Klicks, liebe Leute. Ja. Nun gut, ja, was soll ich euch sagen? Nachdem ich Tanzverbot, ja, offiziell in einem Rap-Battle schon zweimal vergewaltigt habe, ja, nachdem ich auf dem besten Weg bin, mein Ziel zu erreichen, YouTube-Millionär bin, ja, mit 853 Abonnenten, ja, filme nur noch 900 paar und 1000 zerquetschte für die Millionen Abonnenten und dann Millionär zu sein und so weiter, ja. Nachdem ich jetzt ein Tipico-Affiliate bin und durch Tipico meine Prozente bekomme und nachdem ich zahlreiche Musikvideos und andere Videoproduktionen für andere Leute gemacht habe und dies, das, ja, habe ich ein neues Ziel vor Augen, ja. Ich muss der beste Mensch der Welt werden, ja. Es ist jetzt meine Mission, der beste Mensch der Welt zu werden. Und natürlich, natürlich gehört sich das für diese Mission, ja. Muss einfach, wie ihr jetzt den Namen dieses Videos entnehmen könnt, ja, gehört einfach dazu, dass ich ein eigenes Modelabel an die Spitze bringe, ja. Ich muss auch mit einem Modelabel viele Millionen verdienen. Und ja, gesagt, getan, liebe Leute, es stimmt wirklich, es ist kein Joke, ja. Ich habe ein Modelabel gegründet, mit dem Ziel, Millionär. Ihr lacht, ja, ich lach selber, aber es ist der Wahnsinn, ja, ich will auch Millionen verdienen mit Mode, ja, ist mir scheißegal, ich mach Millionen mit Rap, ich mach Millionen mit Videoproduktion, ich mach Millionen mit YouTube, ich mach Millionen mit Tipico, ich mach Millionen mit Mode, ja, und dann, wenn ich das geschafft habe, gehe ich nach Hollywood und mach Filme, also vor der Kamera und hinter der Kamera, ja, das ist so der Plan für die nächsten zwei Wochen, ja, aber jetzt erstmal muss ich Millionär werden mit einem Modelabel, ja, das ist mein totaler Ernst, hört auf zu lachen, ich weiß, ihr glaubt es mir nicht, aber es ist vollkommener Ernst, ja. Ich habe mit meinem sehr guten Freund und Partner, Geschäftspartner Mike Tanner, den einen oder anderen vielleicht bekannt, hervorragender, sehr, sehr super guter Rapper, Songwriter, Musikproduzent, Grafiker, Künstler umschreibt das alles perfekt, ja. Sehr, sehr starker Typ und mit ihm zusammen habe ich ein Modelabel gegründet, jetzt ohne Witz, hört auf zu lachen, ich weiß, kein Mensch glaubt mir das, aber es stimmt, liebe Leute, es stimmt, ja. Viele, viele haben mich ja schon gefragt, die letzte Zeit haben ja das ein oder andere schon aufgeschnappt in irgendeinem sozialen Netzwerk, vielleicht mal ein Bildchen oder ein Link oder sowas, ja, haben mich dann angesprochen die ganze Zeit, hier, was ist das, erzähl doch mal, bla bla bla, und ja, ich bin das so langsam leid, ja, ist jedem einzeln zu erklären oder mal nicht zu erklären oder wie auch immer, deswegen ist die Zeit jetzt reif, das halt hier öffentlich zu machen, ja, weil ich habe gewartet, liebe Leute, ich habe gewartet, ja. Ich habe euch schon erzählt, ich habe ein Projekt und hin und her und warum ich die Sommerpause gemacht habe und warum ich so viel zu tun habe. Ich weiß, die 99% von euch denken, ich bin auf Hartz IV und ich kacke hier ab, ja. Ganz ehrlich, ja, Hartz IV wäre zu gut für mich, wenn ich mich selber hier sehen würde bei YouTube, ja. Was für Hartz IV? Guck mal, wie ich hier aussehe. Ich bin auf Hartz VIII eigentlich, ja. Aber nein, liebe Leute, ja. Ich bin ein hart arbeitender Mensch, ich arbeite mehr als eure ganzen Eltern zusammen, ja. Glaubt es mir, verdammte Scheiße, ja. Ich mache viele Sachen, ja, und das ist jetzt, ich möchte nicht sagen, mein neuestes Projekt, weil es wertet das irgendwie ab. Das ist so das Projekt momentan, ja, ich muss ein Modemillionär werden und ich werde den Modemarkt rasieren, ja. So wie ich den YouTube-Markt rasiere, werde ich auch diesen Modemarkt rasieren. Und wir haben dieses Modelabel gegründet, ja. Wieso, weshalb, warum, ja, ich wollte das einfach machen. Schon immer, also ich hatte ja schon mal was so mit, habe ich euch ja schon mal erzählt, ja, aber ich wollte jetzt einfach, jetzt ist die richtige Zeit, ja, um den Modemarkt zu erobern. Und wie ist es dazu gekommen? Das Ganze, ja, das Ganze Unterfangen, liebe Leute, ja, das heißt, es hat einen Namen, ja, oh Gott, wo fange ich eigentlich an, es euch zu erzählen, ja, wollt ihr jetzt schon bestellen oder nach der Folge, ja, auf jeden Fall, Also, wir fangen von vorne an, ja, liebe Leute, habt ihr Zeit, es wird jetzt lange dauern, aber ist mir scheißegal, ja, es wird gut, weil danach werdet ihr alle mit meinen Modeartikeln rumlaufen, ja, das versteht sich von selbst, es wird der Wahnsinn, ja, ich erkläre euch, also, okay, 5 Minuten habe ich schon gelabert, glaube ich, 5 Minuten habe ich noch für das Intro, liebe Leute, wir sind immer noch im Intro, ja, ihr Idioten, so. Also, Mike Tanner war bei mir, ja, wir waren hier,
ja, keine Ahnung, Däumchen gedreht, ja. Und dann hat er angefangen, hier irgendwo rumzumalen, ja, auf die Tapete bei mir, oder auf irgendeinem Blatt Papier. Und dann sage ich, hier, was machst du da? Und dann sagt er, hier, so, dann zeigt er mir so ein Gesicht. Dann sage ich, oh, das ist ja ulkig, ulkig, das gefällt mir ja, was du da gemalt hast. Sagt er, echt, guck mal, der malt da so, sage ich, ey, das sieht doch aus wie der. Und dann sagt er, ey, das sieht doch aus wie der. Und dann malt er noch eine, sage ich, Alter, krass, wie viele von denen kannst du malen? Sagt er, viele. Und dann irgendwie gucken wir uns an, dann sagt er so, und dann sagt er so, irgendwie, ey, so dieses Ding auf so einem T-Shirt wäre doch voll geil. Und auf einmal in dem Augenblick macht es bei mir so ding, 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 ding. Kennt ihr das, wenn man so nur noch Dollarzeichen wie aus den Cartoons vor Augen hat? Und ja, er hat die ganze Zeit so rumgekritzelt, wie gesagt, so irgendwelche Gesichter gemalt. Wir fanden so krass lustig so. Und dann sagt er das auf dem T-Shirt und dann war bei mir vorbei, Alter. Ich hatte nur noch so Dollarzeichen in den Augen und gesagt, ey, das ist die Idee und das machen wir, ja. Und ja, natürlich, dann kennt ihr das, wenn man dann so eine Idee hat, so eine Schnapsidee, so mitten in der Nacht, so am Abkacken, 8 Shishas geraucht damals, oh, ich hab Shisha geraucht, ich vermisse Shishas, ja, aber gut, haben Shishas voll auf Shisha-Kopf und diese, oh, und dann direkt 10 Sekunden später hatten wir schon einen Plan von einem Weltunternehmen, ja, und dann machen wir das, und dann drehen wir das, und dann machen wir das, und dann bringen wir das raus, und dann die Kollektion und das wird so geil, und dies, das, wir haben Welt schon 4-mal übernommen in unserer Vision. Und es war voll geil, wir haben voll davon geträumt, er ist nach Hause gegangen. Ja, am nächsten Tag geht der Alltag so weiter und dann verdrängt das so ein bisschen deine Idee, deinen neuen Traum, ja. Aber gut, irgendwie hat das mich nicht losgelassen, ja. Ich habe immer weiter an diese gedacht, denke ich mir, ey, diese Gesichter, so handgemalte Comic-Gesichter, so richtig, nicht mal so schön, so, also so auf, er kann brutal malen und Künste zeichnen und sowas, aber nicht mal so schön, das ist ja so hässliche Dinger, ja, so richtig abstrakt behinderte Dinge auf T-Shirts, ey, das ist der Shit, ja, und ich habe nicht aufgehört daran zu denken und er auch nicht, ja, es hat uns nicht mal losgelassen, haben uns immer wieder getroffen und darüber gesprochen, auf einmal schickt er mir so, schon so fertig designte neue Bilder, ich denke mir so, oh, so krass, wir müssen das doch machen und so, aber gut, ey, das ist so, ja, einfach mal so und jetzt so ein Mode und Label starten, so, das ist ja, machen ja viele heutzutage mit diese Billigkacke, so, ich habe ein T-Shirt, ich bin jetzt ein Modestar-Designer, der Heiner Lauterbach, nicht Heiner Lauterbach, wie heißt der, ich weiß nicht, ein anderer, wie heißt der, wer ist dieser Typ, Mann, ja, ach, dieser, wie heißt der mit den grauen Haaren, der immer so rumheult, dieser mit der Piepstimme. Alter, so peinlich, Mann, guck, so viel Ahnung habe ich von Mode, ja. Das fällt mir schon ein, dieser eine Designer aus Paris, ihr wisst, dieser Lagerfeld, ja, ich bin Modezar, bin ich jetzt, ich weiß alles, ja. So, ja, so wie der, ich habe schon vergessen, wie ich auf den komme, aber egal. Ja, jedenfalls, ja, so ein Unternehmen gründen, bla bla, natürlich, klar, macht ja jeder, weißt du, so, und dann Traum gewesen, ja. Ey, aber das hat uns nicht losgelassen und wir haben gedacht, ey, das ist immer weiter getroffen, haben so ein bisschen mehr Pläne gemacht und immer so weiter geträumt und es hat uns verrückt gemacht, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich habe gesagt, ey, das ist eine Idee, wenn ihr wüsstet, ja, ich habe eine Liste hier, weil wenn wir zusammen chillen, der ist genauso geistig verrückt, kreativ behindert wie ich, ja, wenn wir zusammen flashen, Alter, wir haben Ideen, so, ey, wir werden die Welt verändern mit unseren Ideen, Apple ist ein Scheißdreck dagegen und Google und McDonalds, ja, wenn die Welt verändern, haben gar nichts machen die gegen uns, ja, wir haben krasse Ideen, ich habe hier noch 3 krasse Ideen aufgeschrieben, die Welt verändern werden, aber, gut, das war jetzt erstmal so, ja, und dann, irgendwann haben wir uns getroffen und gesagt, weißt du was, scheiß drauf, jetzt, wir reden nur noch davon, wir denken nur noch davon, wir ignorieren unser Leben dafür, wir ignorieren, ja, jemand von uns ignoriert seine Familie, dafür jemand ignoriert das, ich habe meinen Hund ignoriert, ja, der wollte essen, ich habe gesagt, nein, ich muss ein Modeunternehmen gründen, mach dein eigenes Essen jetzt, ja, geh jagen, mach's wie deine Vorfahren, ja, Idiot, kannst gar nichts, ja, mit deinem Alter, 6 Jahre bist du schon, kannst du nichts machen, ja, also, habe ich meinen Hund gestritten die ganze Zeit, ja. Aber gut, ja, wir haben uns dafür entschieden, irgendwann gesagt, komm, wer nicht wagt, der gewinnt nicht, was haben wir schon zu verlieren, außer unser Leben, unsere Existenz und ein Treffen mit Peter Zwegert, ja, deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das wirklich. Und haben beschlossen, ein Modeunternehmen zu gründen und sind dann hustlen gegangen, ja, haben unsere Körper verkauft, viele unschöne Dinge mussten wir machen, unsere Seele gehört jetzt zwielichtigen Gestalten und alles mögliche, egal, er hat gehustelt, ich habe gehustelt, irgendwie haben wir Geld zusammengetrieben, nicht wenig Geld, muss ich an dieser Stelle sagen, leider, also es ist viel, viel Geld, ja, und haben dann ein Unternehmen gegründet, ja, wir haben das gemacht, guck mal, ja. Hier, wir haben eine UG gegründet, eine UG, wisst ihr, was das heißt? Ich werde euch jetzt nicht mit diesen Rechtsformen langweilen, diese ganze Pipi-Fax, ja, wir haben eine UG gemacht, ja, das ist die Gründungsurkunde mit diesem ganzen Drum und Dran, ja, das ging dann ins Handelsregister vom Notar, notariell beglaubigt und so, und alleine für diesen Wisch, ja, ihr trefft euch mit Notar,
Der erzählt euch 15 Minuten, ja, was wollt ihr gründen, wer ist Geschäftsführer, welchen Geschäftszweig wollt ihr bedienen, wie soll das heißen, bla bla bla, Stempel drauf, bam, 800 Euro, dann noch dies, 100 Euro, da 200 Euro und dann schicke ich es an, das sind Handelsregister, kostet nochmal 150 Euro oder so, ja, bam, bis zum 1200 Euro, nur für ein Treffen für 15 Minuten, ja, und, wisst ihr, was die Größenordnung hier sprechen, ja, gut, dann war das gegründet, ja, ich mal kurz Pause, warte, die Kamera geht gleich aus, warte. So, ich musste zwischendurch den Akku wechseln, weil ja. Gut, ja, haben wir das wirklich gegründet, liebe Leute, ja, haben wir das aufgemacht und bam, 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 ja, und dann ging das los, ja. Deswegen war ich auch den ganzen Sommer weg. Wir haben das gegründet Ende Mai. Deswegen habe ich die Sommerpause gemacht, deswegen erzähle ich euch auch immer, ich habe viel zu tun, weil mir glaubt ja niemand. Ihr glaubt mir wirklich, ich bin ja wirklich so überzeugend in meiner Hartz-8-Rolle hier drin, dass ihr alle glaubt, ich bin arbeitslos und so, ja. Nein, liebe Leute, ich bin am Hustlen im Flow, ja. Bitches, ich mache richtig hier, ja. Also, wie gesagt, ich muss die Modewelt erobern jetzt auch. Und ja, wir haben ja ein Modelabel gegründet und dann haben wir jetzt gehustelt. Und in Deutschland ist es halt nicht schön, ja, wenn man sich selbstständig macht mal wieder. Ja, ich habe ja schon 8 Firmen oder sowas. Spaß, ne, aber aktuell habe ich 2 mit der Videoproduktion. Aber gut, jetzt diese Modeding, ja, und dann, es ist ja eine Kapitalgesellschaft, ja, da versteht das Finanzamt keinen Spaß, ja. In Deutschland macht es keinen Spaß, sich selbstständig zu machen, so, weil, Dings, Notar, Handelsregister, Finanzamt, Steuerberater, Datamt, Gewerbeamt, Datamt, dort einreichen, dies unterzeichnen, das machen, dies machen, ja. Ey, du hast schon graue Haare und keinen Bock mehr und bist pleite, bevor du auch nur angefangen hast daran zu denken, wie du einen Euro verdienen kannst, ja. Ich sage euch richtig, es macht keinen Spaß in Deutschland, diese ganze Gründungsphase, ja. Deswegen, richtig Terror, ja. Alles, was schiefgehen kann, ist natürlich wie immer schiefgegangen. Tausend Sachen wurden falsch eingetragen, mussten umgemeldet werden, mussten das machen und dies und das, ja. Glaubt es mir, ich bin schon das ein oder andere Mal durchgedreht. Durchgedreht des Grauens, ja, deswegen war die Sommerpause ganz wichtig, sonst hättet ihr mich hier gesehen, wie ihr mich noch nie gesehen habt. Ich habe jeden Tag geweint, ja. Ich habe geweint jeden Tag, mein Make-up ist verlaufen, ja. Schlampe habe ich geweint, weil der Staat mich so auseinandergenommen hat, ja. Aber gut, ich kann wohl behaupten, dass jetzt dieses ganze Gründungsblabla hinter uns gebracht wurde, erfolgreich, so zumindest. Wir sind eingetragen im Handelsregister, Patentamt und Namensrechte und dies Rechte und das Rechte und Anwalt und Notar. Wir sind am Start, Bitches, ja. So, es hat lang genug gedauert, aber jetzt sind wir da angekommen. Ja, natürlich brauchen wir auch einen Namen. Ja, Name war auch ganz wichtig. Wir haben uns halt die ganze Zeit überlegt, Name. Und heutzutage gibt es ja gar keinen Namen, den es nicht schon gibt. Ja, kannst du nur so Fantasienamen einfallen lassen. Dann haben wir Brainstorming gemacht und dann kamen mir irgendwann ein paar Buchstaben in den Sinn. Die Buchstaben haben eine sehr lustige Bedeutung im orientalischen Raum. So in Israel, arabischen Raum, habe ich im Orient habe ich so mitbekommen, ja. Eine sehr, sehr lustige Bedeutung. Wer mir das unter das Video schreibt, der kriegt wieder mal einen Daumen hoch von mir. Die Bedeutung, ja, ich muss es nicht aussprechen. Ich finde es aber, es ist sehr, sehr lustig. Sehr, sehr amüsant. Die Leute, die Ahnung haben, feiern das extrem, weil das voll mein Humor ist, ja. Jedenfalls heißt die wunderbare Marke Bulbul Family, liebe Leute. Bulbul Family, ja. Das ist jetzt die Marke, die ihr jetzt alle tragen werdet in Zukunft. Das versteht sich ja von selbst, weil Bulbul Family ist eine wunderbare Sache, ja. Family, weil diese Gesichter, ja, die er malt, das sind Bulbuls, ja. Und wir haben ganz, 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 ganz viele Bulbuls, ja. Bulbuls sind Kunstwerke, die mein Partner Mike Tanner von Hand selber malt. Jedes einzelne Bild ist ein Kunstwerk, ein Comic-Gesicht, ein Meisterwerk, ein Picasso der Neuzeit, ja. Und jeder hat Namen. Jeder Bulbul hat einen eigenen Namen. Und wir haben angefangen mit dem guten Carlos, dann die Chantal, dann der Charlie, der Billy und ganz neu dazugekommen ist die Gina. Das sind unsere ersten 5 Bulbuls. Und die werden bald ergänzt, die kriegen Familiennachwuchs, ja, wir haben ganz viele geile Dinger noch, richtig Maschinen haben wir noch, wir haben lustige Bulbuls, wir haben traurige Bulbuls, wir haben ernste, wir haben Männer, Frauen, harte, weiche, Gangster, Kinder, Streber, Peber, alles, wir haben für jeden wird ein Bulbul dabei sein, es wird richtig, es wird durch die Decke gehen, ja, das, glaub mir, ich werde Modemillionär, ja, habe ich irgendwas schon gemacht, was ich angesagt habe und es nicht geschafft, ja, Idioten, glaubt es mir, ja, so, wir machen dieses Label, ja, so,
Da hatten wir jetzt einen Namen, wir haben es angemeldet, so, da mussten wir in die Produktion gehen. Dann natürlich, ich erkläre euch immer noch, warum ich so lange weg war und warum ich immer fragen, Leute, was machst du eigentlich? Das ist zu viel langsam, ja? Langsam schreiben mir überall Leute, Facebook, Instagram, YouTube, dies, das, ich bin schon ganz durcheinander, ja? Jedenfalls, liebe Leute, ja, das ist einer der Gründe, warum ich dann nie Zeit habe, ja? Weil dann, ja, Produktionsstätten, Produktionsmuster, Stoffzusammensetzungen, und ich rede ja nicht von Heroin-Kokain-Mixe, ja, so dies, das und Preise und Versicherung und das Kosten und Versand und Lagerung und pipapo, ja, das musste erstmal alles geregelt werden. Gut, haben dann alles geregelt, haben die ersten, die erste Produktion erfolgreich hinter uns gebracht, die wunderbaren T-Shirts, mit denen wir angefangen haben, 5 T-Shirts, sind da, sind auch schon am Start, mussten dann jetzt eine Homepage natürlich auch, haben uns dann für so ein System da entschieden, haben dann die Homepage gemacht, ja, könnt ihr euch noch erinnern, am 1. Juli habe ich euch erzählt, ich muss nach Berlin, wir fahren deswegen, ja klar, Eintracht Frankfurt war in Berlin, ja, ich meine Dortmund, Streetstyle-Con, ja, wo ich da war, ich war mit meinem befreundeten Modelabel Sonjusz da, die mir ja die Möglichkeit ermöglicht haben, dort zu sein, eine super, super Sache, dankeschön, ja, ja, ich war wegen meiner Firma da, Bobo Family mit Mike Tanner, wir waren dort zusammen, ja, haben das promoted, ihr Versager, ihr wisst ja gar nichts, ja, und, wisst ihr noch, als ich euch gesagt habe, ich suche Models für Fotoshooting, ja, ihr wisst gar nichts, das war für Bobo Family, ihr Versager, ja, hab ich so gemacht, ja, und, ja, jedenfalls haben wir da einen Shop gemacht jetzt, so, ich habe die ganze letzte Zeit seit der Gründung, habe ich dazu genutzt, um das Ganze jetzt so vorzubereiten, liebe Leute, nämlich das rechtliche Gründungsphase ist vorbei, die erste Produktionsphase ist vorbei, die ersten Fotoshootings, ich habe ja die letzten, ich weiß nicht, ich habe jetzt die letzten Wochen mehrere, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fotoshootings hinter mir gebracht. Die nächsten stehen schon an. Ja, was also Models, ja, ich habe jetzt keine, wir haben jetzt keine Modelagenturen uns da welche besorgt, ja, wir haben einfach, oh, wie man so macht, hustelt, ja, ey, kennst du den, bring mal den. Einfach geshootet, so was man so findet, ja, was man so vor die Flinte bekommt, fotografiert und sowas, ja, haben ein paar schöne Bilder gemacht, kreuz und quer durch Frankfurt, immer unterwegs gewesen, könnt ihr dann immer sehen bei Instagram, ja, Bulbo Family auf Instagram, folgen natürlich alle, und Facebook, Bulbo Family Clothing, schön alle folgen, ja, und bulbofamily.com, natürlich Internetadresse, da könnt ihr euch das abchecken und so, alles angucken. Und ja, wir haben dann alles geregelt soweit. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt hier sind, so, ja. Shop und so ist auch alles seit August alles am Start, so, aber wisst ihr, ich will ja nicht so immer direkt raus und dann dies, das. Ich habe auch keine Ahnung, wie diese ganzen Faxen, ja. Ich weiß, dass ich diese Modemillionär werde und diese Modelabel nach oben bringe und alles hin und her, ja. Aber von dieser ganzen Welt, so, muss ich auch erstmal alles hier reinkommen. Deswegen ein bisschen so Shop, so, okay, heute mache ich das, heute geht das, und ein bisschen gemacht, so. Jetzt ist aber der, wo ich sage, okay, ey, jetzt könnt ihr erst abchecken, alles. Und, die ersten Verkäufe wurden auch schon getätigt, paar über den Shop, paar über so außerhalb des Shops, paar Sachen sind auch schon am Laufen, so nebenbei, aber das kann ich noch nicht ansprechen, da werde ich euch darüber erzählen, wenn es soweit ist, oder wenn es klappt, so, ja. Ganz, ganz tolle Sachen, ja, und ja, einige Leute haben, ich habe ja schon das ein oder andere Mal Hinweis so mal auf Instagram oder so gepostet, da haben mich einige Leute, wie lange laufe ich schon, ich mache Pause, warte, so, haben mich ja einige Leute dann schon auf Instagram angeschrieben und oder gefragt, so, hier, was ist das so, und dann habe ich denen so erzählt, bisschen, und dann, okay, ja, da waren die auf der Homepage und haben die Preise gesehen, ja, die Preise, ja, so, kommen wir zu den Preisen, liebe Leute, ja, ich sage euch ganz ehrlich, ja, die Preise sind über dem, was der normale Otto Hans Jochen so für seine T-Shirts ausgibt, ja. Das ist mir wohl bewusst, ja. Und das ist auch so gewollt, liebe Leute, ja. Weil wir machen hier ein Qualitätsprodukt, das wir auf den Markt bringen. Und das meine ich jetzt todernst, ja. Weil, wenn ich hier YouTube mache, ja,
dann sage ich, ey, ich meine das auch todernst, ja, jedes Unternehmen der Welt kann gerne hier Burner TV anschreiben und sagen, hier, wir haben ein Produkt, mach Werbung dafür. Ja, ist mir scheißegal, was ihr für ein Produkt habt, ja, ich mache für alles Werbung und sage, euer Produkt ist das Beste auf der Welt, ja, dann ist mir scheißegal, weil ihr müsst das Produkt verkaufen, nicht ich, ja, so. Aber wenn ich, ja, ein Produkt auf den Markt bringe, liebe Leute, ja, und ich mit meinem Namen dafür stehe, ja, und die Leute dann später ankommen würden bei mir, wenn irgendwas damit ist, ja, habe ich keinen Bock drauf, ja, und das machen wir auch nicht, ja. Wenn ich was verkaufe, dann ist es gut, liebe Leute, ja, weil die Produktion von den T-Shirts, ich sage euch auch ganz ehrlich, guck mal, ja, wenn ich jetzt als Geschäftsführer von Bobo Family agiere, dann rede ich anders mit den Menschen, natürlich, als hier mit euch, ja. Ihr seid so mein Ventil, ja, weil kann ich mich sagen, dass ich mich ankotze, ja, kann ich mich ja über die Welt auskotzen und alles, ja. Und ich sage euch hier auch so alles ehrlich, wie es ist, ja, es guckt ja eh niemand, ja. Es bleibt doch alles unter uns, was ich euch hier sage, ja. Und wenn ich jetzt so als Geschäftsführer, ich war heute auch als Geschäftsführer von Bobo Family, hatte ich heute 3 Termine, war ich unterwegs und da redest du natürlich anders mit den Menschen, wenn du so ein Meeting hast mit jemand, der einen Manager hat, ja, aber okay, ich will nur nichts verraten, ja, so, aber okay, aber hier rede ich so die Wahrheit, ja, so, wir produzieren T-Shirts, ja, weitaus teurer, als wir es hätten müssen, ja, wir könnten auch diese Billig-Scheiße produzieren, diese Fruit of the Loom-Kacke, 1-Euro-T-Shirts, die euch die anderen andrehen und sowas und die nach 2-mal ausleiern, waschen, kaputt gehen, dieses, nein, das machen wir nicht, hast du so einen Scheißdreck, ja, wenn ich was verkaufe, dann ist es gut, ich verlange einen Preis, der sich gewaschen hat, ja, dann will ich euch aber auch T-Shirts geben, die sich waschen lassen. Ganz einfach, ja. Oh, das war jetzt ein geniales Wortspiel, das muss spontan kommen, ja. Ey, das ist krass, ja. T-Shirts-Qualität ist super. Wir zahlen viel, 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 viel mehr pro einem T-Shirt, als es eigentlich der Fall sein müsste. Deswegen ist es halt auch einer der Gründe, warum ich sage, ey, ich verlange viel Geld, dafür kriegt ihr viel Qualität. Ganz einfach. Schnitt ist geil, T-Shirt ist geil. Bam, ja. So, und ja, es ist ein teurer Preis, aber es ist mir vollkommen bewusst, ich will hier keine Scheißdreckmarke aufbauen, ja, und das ist auch, denk nicht, ich bin jetzt so, das ist mein YouTube-Kanal und ich will jetzt hier meine so Burner TV Merchandise-T-Shirts verkaufen, scheiß auf Merchandise, ich brauche kein Merchandise, ja, noch nicht, kommt auch noch, weil kann man Geld verdienen, alles, was man Geld verdienen kann, kommt, ja, aber das ist kein Merchandise, ja, das ist eine eigenständige Firma, es ist eine OG, eine eingetragene Firma im Handelsregister, alles drum und dran, es ist ein richtiges Modelabel, liebe Leute, ein Modelabel der Zukunft, wo ihr einkaufen werdet, ja, ich weiß es eh, ja, so, und das ist kein Burner TV Merchandise, das ist kein Scheißdreck, was euch die anderen Idioten auf YouTube erzählen. Ich hab mein T-Shirt gekauft, das ist, ja, ist mir scheißegal, was ich erzählen, ja. Wenn ihr euch für 10 Euro T-Shirts verkaufen, ist scheiß auf diese 10 Euro T-Shirts von hier. Es ist ein Modelabel, es sind krasse Preise. T-Shirt kostet 40er, 39,90 inklusive Versand. Bam, ja, kann sich nicht jeder leisten, soll sich nicht jeder leisten, ja. Jeder, der das T-Shirt hat, sollen die Leute wissen, was er da gezahlt hat, ja. Wir hätten ohne Scheiß, auch ohne Probleme viel mehr verlangen können für ein T-Shirt. Das werden wir auch machen, ja. Wir wollten erstmal so, wir werden Preise erhöhen. Weil es wird laufen, ich garantiere euch, es wird laufen. Das ist eine krasse Sache, diese T-Shirts, so. 40 Euro Preise, die hart sind, ich weiß. Aber okay, wie gesagt, ihr müsst es nicht kaufen, ja, ich muss euch nicht überreden oder anbetteln, es kaufen zu müssen, ja, ihr werdet mich anbetteln, es irgendwann kaufen zu dürfen, ja, es steht außer Frage, das sage ich euch ganz einfach, wie es ist, ja, weil das ist eine geniale Sache, ja, wir machen diese T-Shirts, alles weiße T-Shirts mit den schwarzen Gesichtern drauf, 1000 Motive werden wir haben, jedes Motiv hat einen Namen, das wird krass, es wird durch die Decke gehen, es wird einen Hype geben, ja, ah, diese Gesichter, du hast den, krass, das hast du. Bam, wird es durch die Decke gehen, ja. In Zukunft, ab nächsten Jahr ist auch geplant, dann wird es Sondereditionen geben mit limitierten Auflagen. Auf jedem T-Shirt wird draufstehen, 1 von 100, 2 von 100, 3 von 100. Bam, bam, es wird durch die... Es ist genial, liebe Leute, ja. Wiedererkennungswert hoch 1000. Ihr lauft durch die Stadt, einer von 300 Kilometer, seht ihr schon irgendeinen Typen mit weißem T-Shirt, schwarzem Motiv drauf, ihr wisst ganz genau, das ist Bobo Family, ja. Jeder wird es haben wollen, es wird krass, ja. Das Einzige, was jetzt meine Aufgabe noch sein wird, ist ein Comic-Gesichter, ja, viele Leute haben mich schon drauf angesprochen, weil es ist ja, ich bin ja seit 2 Monaten auf Instagram, ich war davor nie so wirklich auf Instagram, aber seit ich dieses Unternehmen habe, bin ich auf Instagram, weil es ist halt, Instagram ist sehr nützlich dafür, ja, ich erkläre schon, ich verbreite ja die frohe Kunde in die Welt auf Instagram und sowas und, ja, viele fragen dann halt so, ja, was ist das denn, was soll es denn jetzt ausdrücken, diese,
Gesichter, ja? Weil die können sich nicht damit identifizieren, die wissen auch nicht, für was das steht, liebe Leute, ja? Andere Modeunternehmen, die schreiben einfach irgendwie ihren Firmennamen aufs T-Shirt und dann, hey, okay, wir sind eine Gangstermarke, wir sind eine Sportlermarke, wir sind eine Rappermarke, wir sind eine Bitchesmarke, wir sind das, ja? So, bei uns, die wissen noch nicht, weil die kennen es noch nicht. Man kann nicht von heute auf morgen ein Unternehmen, eine Modemarke rausbringen und sagen, bam, ich bin heute König der Welt, ja? Das geht erst in 2 Wochen, wenn ich das richtig mache, ja? So, das ist diese Gesichter, ja? Was wollen wir mit unserem Unternehmen aussagen? Firmenphilosophie, ja? Scheiß drauf! Scheiß auf alles, es geht um Spaß, Spaß haben, Fun, aller Leben genießen, einfach den Leuten zeigen, scheiß auf euch, macht euch keinen Stress, das Leben, take it easy, Mann. Das ist unsere Dings, ja, wir machen, was wir wollen, wir lassen uns von niemandem was sagen, wir haben diese Bock auf diese Gesichter, ja, viele sagen, es ist so Kinderklamotten, du Idiot, Mann, das ist Style, das ist Kunst, das ist, du musst in dein Gehirn reinkriegen, dass es Style ist, ja, die werden es verstehen, glaubt es mir. Jetzt, es wird bald der tragen und dann wird jeder das tragen, es wird jeder verstehen, dass es krass ist auf der Welt, ja, das so machen wir das, ja, ich werde Modemillionär, ganz einfach, ja, ich werde in den nächsten Jahren das so und so machen oder jetzt kommt irgendeiner und gibt mir 5 Millionen, dann sage ich, okay, mach 7 draußen, dann kriegst du die Firma jetzt schon, ja, so machen wir das, ja, ganz einfach, so werde ich es machen und, wir sehen jetzt unsere täglichen Aufgaben aus, weil damit ihr auch noch wisst, was so an für Sachen jetzt so anfallen, warum ich so wenig Zeit habe, hin und her. Ja, wir teilen uns eigentlich die Aufgaben, es gibt nichts, was er macht, was ich nicht mache, umgekehrt, außer das Grafik- und Design-Metier, so, das ist so von meinem Partner, das, er malt die Gesichter alle von Hand, der macht die ganze Grafik-Sachen, dies, das, so, ich mache die ganzen Fotos. Kümmere mich um die Homepage, kümmere mich ein bisschen um die Werbung, er macht dann halt die Buchhaltung, auch dies, das und so, ich sorge quasi den ganzen Tag, ja, ich rede, ich kontaktiere und stelle Kontakte zu Influencern, Bloggern hin und her, ja, ihr wisst, hier bei Bernard TV verteufle ich diese Leute, weil hier gibt es nur Bernard TV, König Bernard, der Rest ist mir scheißegal auf YouTube, ja, aber wenn ich jetzt als Geschäftsführer von Bulbo Family auftrete, dann, hallo, das ist jetzt mein Geld verdienen, ja, hier ist Bernard mit Spaß, ja, Geld kommt mit Spaß machen, ja, dort kommt Geld mit Arbeit, so ganz so kann man es erklären, ja, hier ist Spaß mit Geld verdienen und dort ist Arbeit mit Geld verdienen, ja, deswegen muss ich da anders auftreten, ich bin am Kontakte knüpfen. Wir haben auch schon mit einigen Bloggern jetzt in der jüngsten Vergangenheit zusammengearbeitet. Grüße gehen raus an den guten Herrn Kuschi aus München, an die nette Mimi aus Stuttgart und an meinen neuen Homie aus Stuttgart auch, Pedro Hernandez. Alles wunderbare Blogger, Instagram, Leute bam bam rasieren, Instagram und so. Die haben direkt gesehen, das Potenzial der T-Shirts, haben uns angeschrieben, haben uns angeschrieben, was für geile Shirts, gefällt mir, komm, können wir zusammenarbeiten und bam, die tragen die T-Shirts, machen Bilder, machen dies, machen das, killer Menschen, so machen wir es. Ich bin noch gerade am Hustlen, ich habe jetzt schon die nächsten 5 Blogger am Start und das mache ich den ganzen Tag, ja. Natürlich, wenn Bestellungen reinkommen, verpacke ich die Bestellung auch, wir haben eine krasse Verpackung auch und dies, das, ich verpacke Bestellungen, verschicke Bestellungen, dies, das, kümmere mich darum, es ist viel zu tun, telefonieren, E-Mail schreiben, da nachproduzieren, dies, das mache ich täglich, liebe Leute. Jetzt wisst ihr Bescheid, was wir machen. Ja, es ist auch geplant, wir haben jetzt auch schon ein Lager am Start, das ist auch geplant, in naher Zukunft zum neuen Jahr Büroräume zu beziehen. Ja, wir haben unseren Firmensitz in Dietzenbach, neben Frankfurt, wer das kennt. Wo ich aufgewachsen bin eigentlich. Ich bin in Dietzenbach aufgewachsen, liebe Leute. Ich habe lange genug im Ghetto Starkenburg Ring 1 gelebt. Der sich auskennt, der weiß genau, Brennpunkt in Deutschland. Aber krass ist der Brennpunkt in Deutschland. Aber gut. Ja, wir haben da, weil es da einfach gewisse Kontakte gab, wo sich das sehr, sehr gut erübrigt hat. Und wer sich auskennt mit der Gewerbesteuer. Ja, der weiß ganz genau, in Dietzenbach ist deutlich angenehmer, sein Gewerbe anzumelden als in Frankfurt. Das hat einfach steuerliche Gründe. Wie ihr seht, wir sehen Pimps. Die anderen sind die Bitches. Wir sind die Pimps hier im Game. Wir haben alles abgecheckt, ja. An alles gedacht, so, ja. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung von gar nichts, aber wir werden alles erreichen, ja. Wir machen diese Dings. In Zukunft, wenn wir die Büroräume haben, dann, ey, Bernard TV nur noch aus dem Büro, alle richtige Big Player und so, machen wir nur Spaß da die ganze Zeit. Seht ihr einfach, wie wir da rumhasseln, abspasten und Spaß machen, so. Das ist eine sehr tolle Sache, ja. Ja, was kann ich euch noch sagen? Was wollt ihr denn noch wissen? Was gibt's denn noch zu sagen? Ja, es ist eine krasse Sache, ja. Die T-Shirts sind der Wahnsinn. Viele Leute aus der Welt, aus der Modewelt, mit denen wir gesprochen haben, die sind auch sehr fasziniert von der Idee. Aber die Idee ist halt uns jetzt. Wir haben es gestartet, wir sind mittendrin. Es ist krass mit den Faces, mit den Bulbuls.
Es wird durch die Decke gehen, ich weiß es eh schon, ja. Es ist halt nicht einfach, so von Anfang an, von Dings, wir haben unser ganzes erhasseltes Geld genommen, haben reingebuttert, ja, deswegen bin ich auch ein bisschen Krise gerade. Ja, weil, Leute, das ist, da steckt nicht wenig drin, ja, mit all diesen Drum und Dran, was man da zusammenrechnet. Und, ja, da müssen wir jetzt erstmal hustlen, ja, haben jetzt, wie gesagt, die ersten vertickt so. Jetzt soll es auch demnächst dann die ersten Wintersachen geben. Planen auch schon, haben auch schon erste Gespräche geführt mit Läden in Frankfurt, Boutiquen, Läden, dies, das, damit die da reinkommen, sieht, ja, nicht schlecht aus, haben auch, ich kann das noch nicht sagen, ich kann das eigentlich noch nicht spruchreif sagen, aber es gibt eine ganz krasse Anfrage, man soll das nicht sagen, bringt Unglück, ja, müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber es ist ganz krass, wenn das läuft, ich mache nicht mal YouTuber, brauche ich nicht mehr, glaub mir. So, aber okay, abwarten so. Jedenfalls, das ist das neue Ding, das wollte ich euch hier informieren. Das ist das Modelabel Bobo Family. Ihr wisst jetzt, wie das entstanden ist, was wir gemacht haben, was ich mache den ganzen Tag. Deswegen, ich bin halt viel halt auch so halt, ja. Das verträgt sich halt ganz gut mit von zu Hause arbeiten, nicht? Ja, solange das Büro noch nicht da ist. Das ist halt sehr, sehr geil. Nebenbei kann man da schon mal ein paar Burner-TVs machen, so, aber das ist im Grunde schon so die ganze Zeit, die ganze Arbeit. Ist schon echt 24-Stunden-Job. Die Page, sich um die Page zu kümmern, die ganzen Socials zu machen, Facebook, Instagram, mit den Bloggern zu reden, die Stars, mit Kunden zu reden, blah. Es macht Spaß, natürlich, ist geil. Und der Modemarkt wird rasiert. Es dauert nicht mal lange, glaubt mir. Es müssen nur die Leute so ein bisschen so Dings reinkommen. Und dann fängt es auch an zu laufen. Dann werdet ihr das überall sehen. Es ist noch, wie gesagt, kein so Meister vom Himmel gefallen, der einfach direkt rasiert hat von heute auf morgen. Aber das kommt. Ich würde nicht mein ganzes Geld reinbuttern, wenn ich nicht 1.000.000% überzeugt wäre von der Idee. Ich weiß, es wird laufen. Wir haben einen geilen Preis. Also so, er ist hoch, er ist definitiv hoch, aber er ist nicht so hoch, dass sich das niemand leisten kann, ja. Aber er ist auch nicht so tief, dass so Leute sagen können, es ist kein Billig-Scheiß von Kick und sowas, ja. Das ist echt ein guter Preis. Der Preis wird definitiv steigen in Zukunft, weil das ist einfach eine Marke, es wird geil. Es ist kein YouTube-Scheiß hier, kein Merchandise, es ist eine richtig krasse Marke. So, ja, die Kameras, da habe ich doch diese 12 Minuten überzogen, ist die Kamera ausgegangen, so, ja. Aber kommen wir jetzt mal hier zum Abschluss, ja. Es ist eine krasse Sache, ja, was soll ich euch erzählen? Es ist das Beste auf der Welt. Und wir sind ja jetzt hier am Start. Das ist jetzt, stellt euch vor, das ist, kennt ihr noch dieses MTV Making the Band, ja, so, wo die so eine Band entstanden ist und das Publikum war live dabei, ja. So. Ich hab Dings, ja, wir haben die Vorarbeit geleistet, ja, wir haben alles aufgebaut, das Fundament ist da, dies, das, wir haben gehustelt, alles ist geregelt, rechtlich, bam, jetzt sind wir am Start, ja, jetzt sind wir da. Und ich werde natürlich euch hier dann auch in regelmäßigen Abständen, ja, ja, darüber auf dem Neuesten halten, Laufenden halten, ja, was da so Sache ist. Ja, es ist ja eine spannende Sache, nicht nur für mich, ja, auch für euch. Ja, ihr wollt ja wissen, was hier abgeht, auch wenn ich mir egal, ihr kriegt das trotzdem zu hören. Ja, da sehe ich, außer hätte ich irgendwas mit der Modewelt am Hut. Sippi, gar nichts, Mann, ich laufe rum mit Jogginghose, ja. T-Shirt, immer, scheiß auf alles, egal wo ich bin, ich gehe auf Hochzeit mit Jogginghose und Unterhemd, ja, alles mache ich, ja, deswegen, und dennoch mache ich die Ansage, dass wir den Modemarkt rasieren werden, ja, scheiß auf diese Mode, ich bringe T-Shirts raus, ich bringe raus, was ich will und es wird laufen, ja, weil, es wird laufen, ich kann es euch nicht anders erklären, ja, deswegen, seid gespannt, ihr werdet live dabei sein, ich werde euch immer informieren, was gerade Sache ist, was gerade mit welchen Leuten ich gerade zu tun habe, welche Blogger jetzt wie auf den Strich schicken, Spaß, mit welchen Bloggern wir zusammenarbeiten, mit was sich da alles ergeben hat, wie das alles läuft, ja, weil das ist jetzt mein Fulltime-Job. Das ist das, was ich gerade mache. Das Studium ist ja, wie gesagt, beendet bei mir. Ich muss nur noch die Bachelorarbeit fertig machen. Und dann könnte ich mich in diese Filmwelt begeben. Aber ich möchte das erstmal nicht machen. Ich habe ein bisschen Abturn auf Film. Das hat diverse Gründe. Die kann ich euch mal in einem anderen Video erzählen. So. Aber das ist jetzt so mein täglich Live, dass ich seit 4 Monaten nonstop am Hustlen bin, am Aufbauen bin. Und ja, das machen wir jetzt groß. Es wird funktionieren, liebe Leute. Ich weiß es. Und Scheiße, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch schon informiert habe, weil die Kamera ist ausgegangen, ich habe weitergelabert, ja. Jedenfalls,
Habe ich das schon gesagt? Ich habe es vergessen, ja. Jedenfalls, wir haben eine Rabattaktion, ja. 25% gibt es auf der Seite gerade für alles, was ihr haben wollt. Wenn ihr was haben wollt, könnt ihr abchecken, falls ich schon gesagt habe, tut mir leid. Checkt einfach mal die Seite, bobofamily.com. Das wird gut, liebe Leute. Ja, wir werden alles vernichten. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ach, was wollte ich denn noch jetzt sagen? Ah, na Kacke, man kennt die Kameras ausgegangen, laberst irgendeinen Scheiß, dann bist du erstmal abgeturnt, dann machst du ein halbes Zimmer kaputt und dann musst du noch diese scheiß Dinge machen, so. Ach so, ja, so, was gerade sehr wichtig ist, ja, was so dieses Ganze nach vorne bringt, sofort, ja, wir brauchen Promis, ja. Also erstmal brauchen wir Influencer und noch mehr Blogger, ja. Falls ihr irgendwelche Blogger kennt, ja, mit vielen Followern, Abonnenten, sonst was, ja, hier, schreibt mich an. Wir müssen mit denen eine Zusammenarbeit starten, ins Geschäft kommen, die Familien führen und bedrohen, dass die für uns Werbung machen, irgendwas fällt mir immer ein, ja. Und wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Aber was noch wichtiger ist, wir brauchen Promis, ja. Mir ist scheißegal, ob es der letzte Z-Promi ist, aber Promis müssen das tragen, laufen so. Es gibt bereits, man munkelt, es gibt ja bereits schon eine Fotografie von keinem geringeren als dem Boss. Kollege persönlich, ja, wie er etwas mit diesem T-Shirt in Verbindung gebracht wird, sagen wir es mal so, ja. Das Foto ist noch unveröffentlicht. Man munkelt ja nur, man weiß es ja nicht. Ja. Vielleicht kommt es ja mal raus bei Instagram, vielleicht nicht. Man weiß nicht. Ja. Man munkelt, ja, seid gespannt. Und aber nichtsdestotrotz, wir brauchen noch mehr Promis. Wir brauchen Promis. Ja, mir ist scheißegal, von mir aus auch Borisov Becker. Alles, wir nehmen jeden, ja, der würde es sogar machen jetzt, glaube ich, für ein paar Euro, für ein Brötchen wird das jetzt machen, ja, deswegen, wenn ihr die Leute kennt, informiert mich, ja, wir müssen da ins Gespräch kommen mit den Leuten, in Zusammenarbeit anstreben, gerne, ich habe mir auch Folgendes überlegt, ja, ich finde das sehr lustig, weil ich habe letztens, vor 3, 4, 5 Tagen, ich weiß nicht mehr, war ich nachts auf Instagram, weil ich bin nur noch auf Instagram, ja, seitdem ich das habe, ich lebe auf Instagram, glaubt es mir, checkt unser Profil ab, ja, ich habe jetzt angefangen, Burner TV Instagram, so richtig mal so, ich meine, 90% ist mein Hund, den ich die ganze Zeit poste, weil es viel einfacher, ihn die ganze Zeit zu filmen, weil er kann sich schweren, ja, anstatt mich, aber, ich mache auch viel Burner TV Instagram, so, irgendwie in jeden Scheiß mache ich so, aber, Bobo Family Instagram, bam, die ganzen Fotoshootings, die ich mit den Leuten mache, werden die Bilder dann bearbeitet und bei Instagram rausgehauen, jede Nacht kommen dann Bilder raus, oder jeden Tag mehrmals, followt uns einfach, checkt das ab. Und jedenfalls, dann habe ich so irgendwas gemacht so, und dann auf einmal kriege ich so Vorschläge, wen du so adden kannst. Und auf einmal, keine Ahnung, irgend so eine geile Bitch, geaddet. Auf einmal kommt da irgend so eine RTL-Moderatorin, ich kenne die alle gar nicht, aber ich adde die auch. Und auf einmal, wenn du eine addest, kriegst du ganze Vorschläge von, Jackpot, wir brauchen die alle, ja. Habe ich alle RTL B und D Promi-Moderatoren geaddet so, und auf einmal wird mir so Verona Poten angezeigt, ja. Frag mich nicht warum, was mich geritten hat, da habe ich direkt eine Ansage gemacht, ja. Ich direkt Verona. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, ja, mach jetzt keine Faxen, guck mal, hier ist Unternehmen, das ist die Welt regieren, das ist der neueste Schrei, der letzte Trend, ja, nein, der neueste Trend, der letzte Schrei, egal, ihr wisst, was ich meine, so, Verona, was geht ab hier, check das jetzt ab, ja, gib mir jetzt einfach deine Adresse, ich schick dir so ein T-Shirt, dann trägst du es und machst Fotos, ja, so habe ich geschrieben, ja, ich habe leider keine Antwort bekommen, ja, aber daraus habe ich überlegt, ich schwöre euch auf mein Leben, ich meine es todernst, checkt Bobo Family ab, ja. Natürlich kauft ihr alle T-Shirts, 10 Stück jeder am besten, ja. Aber checkt es ab, guckt, was es ist, ja. Es ist geil, es ist positiv, es ist fun, es ist positive Vibes, ja. Das ist kein Gangster-Scheiß. Zielgruppe von 0 bis jeder kann das tragen, ja. Wie gesagt, das ist, es geht in eine sehr interessante Richtung, ja. Checkt mal ab für euch selber, überlegt, was für ein Promi, was für ein Star, egal. Künstler, Rapper, Sportler, Schauspieler, was weiß ich, alles, Comedian, alles, was es so gibt, was euch anfällt, wer könnte dazu passen, ja? Einfach so, wie ihr so denkt, so, auf jeden Fall, ich sag euch ganz ehrlich, jetzt schon mal, Comedians passen, Sportler passen, Gangster-Rapper werden noch passend gemacht, ja, wir werden erst noch mit ein paar zusammenarbeiten müssen, bis die Gangster-Rapper verstehen, dass es krass ist und dass die das auch tragen können, ja, wird noch kommen mit den nächsten Designs, die rauskommen, auf jeden Fall, aber Rapper, so, gibt's auch einige, checkt es ab, ihr schreibt unter das Video, welche Promis ihr denkt, dass sie passen. Ich werde dann alle diese Promis, die ihr nennt, bei Instagram adden, ja, mit dem offiziellen Bobo Family Account und werde dann einfach hier eine Burner TV Serie starten, wo ich in jeder Serie live
mit euch zusammen. Ihr könnt mir auch sogar Tipps, ich werde immer ankündigen, an wen ich demnächst schreiben werde. Und ihr sagt mir, was ich ihm sagen soll. Ne? Es muss natürlich, ich bin für jeden Spaß zu haben. Und Bobo Family ist auch, ey, auch wenn wir da seriös auftreten müssen. Ich rede mit, wie gesagt, in der Bobo Family Welt rede ich anders mit Kunden und Partnern und Unternehmen, als ich es hier tue. Klar, natürlich. Aber es ist immer noch unser Label, unsere Firma und wir können machen, was wir wollen. Und ein bisschen Spaß muss sein. Wenn Promi keinen Spaß versteht, dann ist er eh ein Bastard, ja? So, ich werde den einfach zusammen hier in der Sendung live, werde ich den bei Instagram schreiben. Ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen, was ich den schreiben soll. Und wenn wir zusammen einen Text verfassen, sage ich, ey, was geht ab hier, Otto Hans? Keine Ahnung, hier. Guck mal, beste Marke der Welt, trag das jetzt, kauf das jetzt, gib mir deine Adresse, schick dir die T-Shirts. Ich schreibe denen auf jeden Fall irgendeine Nachricht. So, die Nachricht kopiere ich euch auch, damit ihr mir glaubt, das ist ein offiziellen Account von denen geschickt, so, und dann werde ich euch einfach auf dem Laufenden halten, welcher Promi zuerst anbeißt und wer uns hier unterstützt und mit dem wir zusammenarbeiten. Warum denn nicht, Alter, ey, Fragen kosten nichts und ich habe richtig Lust, die ganzen Promis zu nerven. Ich will jeden einzelnen Promi, den ihr mir nennt, in Deutschland abfacken. Und ich habe voll gesabbert auf meine Hose, egal. Ich will abfacken des Grauens, Alter, ey, man muss hustlen, von nichts kommt nichts, ja, wenn du was nach oben bringen willst, dann musst du die Leute penetrieren, von vorne in jede Körperöffnung, die es gibt, ja, du musst die nervenlos abfacken, anders geht es nicht, und ich bin hier, um zu hustlen, Alter, liebe Leute, so wie ich mit YouTube hustle, werde ich das hustlen erst recht, weil YouTube ist Spaß, ja, das ist, ich scheiß auf diese YouTube, ja, so, es kommt, Geld kommt von alleine, ich hab schon erklärt, wie einfach das ist, mit YouTube erfolgreich zu werden, ja, ich brauche, das ist schon langweilig geworden, trotzdem mache ich es noch, ja, aber jetzt kommt diese Mode-Ding, und da ist eine neue Challenge, und glaubt mir, König Bernhard ist auf der Jagd, ich und mein Partner werden rasieren, sage ich euch, rasieren, ja, und so, was habe ich euch gesagt? Ihr nennt mir jetzt so Promis, das machen wir unter das Video. Ja, kauft, wie ihr wollt, ja, kauft nicht, mir ist es egal. Ja, wie gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen, da werdet ihr mich anbetteln, kaufen zu dürfen. Wir haben jetzt, ich bin ja ehrlich mit euch so, ich muss hier, wie gesagt, bei den anderen kann ich verarschen so, aber hier muss ich, ihr seid ja hier meine Dings, wo ich meine ganzen Hass und Wut rauslasse so. Natürlich, wir haben noch kein Geld verdient. Wir haben ein paar T-Shirts vertickt jetzt so, noch in kleineren Mengen, weil wir gerade erst wirklich am Start sind so. Wir haben erst jetzt so wirklich gestartet mit allem drum und dran, haben jetzt ein bisschen Geld eingenommen, aber was, wir haben so viel Geld ausgegeben, ja, am Anfang starten, investieren so. Das ist erstmal, wenn jetzt kein Wunder passiert, ein bisschen dauern wird, bis wieder schwarze Zahlen geschrieben werden, aber ist halt die Wahrheit. Natürlich, investiert, alles, weil wir ein paar Sachen jetzt vertickt. Kleinkram, ja, das ist schon alles wieder weg in Werbung. Natürlich halten wir auch Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, Alter, wenn wir das machen, machen wir richtig, ja. Das ist alles schon wieder reinvestiert und alles drum und dran. Deswegen, ja, jetzt wird erstmal gehustelt, jetzt wird wieder Geld eingenommen, ihr werdet sehen. Wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommen sollte, hier bei Bernhard TV irgendwas, also durch Bernhard TV aufmerksam geworden auf Bobo Family, wenn jemand jetzt auf die Idee gekommen ist, da was zu bestellen, ja, wenn nämlich jemand mich, uns supporten möchte, die krasse Marke tragen will, das wird der nächste Trend, glaubt es mir später. Es ist die längste Folge in der Geschichte von Bernhard TV, so, ich schwör's euch, alle, jetzt auch noch Akku leer gegangen, ich musste wechseln, alle wieder abgebrochen, egal. Ey, ich weiß nicht, wo wir waren, ist auch scheißegal, es ist der nächste Shit, es ist der nächste Trend, wie gesagt, wenn einer von euch peilt, wie genial es ist, im Vorfeld einer der Ersten sein möchte und nicht erst 100 Jahre später und der das hier supporten möchte, wie auch immer, der kann gerne über Bernhard TV, also wie gesagt, nicht über Bernhard TV, sondern jetzt irgendwie hier dadurch bestellen. Wenn ich sehe, das ist ein Abonnent von mir, oder wenn ein Abonnent von mir sagt, das wird bestellen, dann wird seine Bestellung natürlich hier in einer Folge live fertig gemacht, live geholt, verpackt, schön zusammengelegt, bam, rausgeschickt, sondern wir werden das sehen, wie wir das machen hier, liebe Leute, ja. So, das ist das, was ich euch sagen wollte, ja. Wo mich jetzt einige von euch gefragt haben, die ganze Zeit, wo ist mein Hund, der ist verschwunden. Aller krass, hat sich selber vergraben unter der Bettdecke, Alter. So, ja, das ist die Sache, liebe Leute, jetzt wisst ihr endlich Bescheid, ja. Frag mich nicht mehr ab, wirklich, ohne Scheiß, so viele von euch haben mich voll genervt. Was machst du da, warum hast du nie Zeit, warum erzählst du da, was arbeitest du eigentlich, was dies, das, bla, bla, bla. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ja, jetzt wird gehustelt, es wird Geld verdient. Wir machen in Mode, ja, guck mal. Modegesicht von Deutschland, 2018. So läuft es, so sieht es aus, liebe Leute. Wir machen Sachen, wir haben krasse Ideen. Es ist eine Menge geplant. Ja, wir haben erstmal jetzt reingebuttert ohne Ende, müssen jetzt ein bisschen Ertrag rausholen, damit weiter investiert. Und gewisse Sachen sind noch in Planung.
Wir hustlen, ihr wisst Bescheid, besorgt mal Werbeträger, besorgt mal Promis, besorgt mal dies, wir machen alles. Es ist, ey, das wird so gut, wir haben so krasse Pläne. Boah, wir haben krasse Pläne, ja. Natürlich, wie es immer sein wird, jetzt, wo ich es öffentlich gemacht habe, wird es immer sein, das weiß ich jetzt schon, das wusste ich schon immer. Ihr werdet jetzt auch wissen, es kommen jetzt natürlich die ersten Leute angerannt, die dann, wie es halt immer ist, wenn du anfängst, was zu starten, ja, der hat jetzt so, der macht jetzt das, so Oli Khan Voice, ja, und, es wird doch nie was werden, das ist doch voll schlecht, das ist zu teuer, das ist scheiße, das ist dies, es ist zu kindisch, das ist das, es wird nie laufen, das ist nicht so, du bist nicht der, du solltest es so machen, ja, schau mal jetzt im Vorfeld, schreibt was ihr wollt, ihr wisst es bei mir, ich scheiß auf euch alle, wir scheißen auf euch alle, so, es ist alles in der Mache, es läuft alles, ich weiß Hintergrundinformationen, ich weiß doch alles jetzt schon, ja, im Hintergrund, ich sag euch ja auch nicht alles, ich darf ja auch nicht alles sagen, weil, ich muss mir genug Spielraum lassen, um das Finanzamt noch zu bescheißen, irgendwann, ja, und andere Institutionen, ja, deswegen kann ich euch nicht alles offenlegen, ja, aber macht euch mal, wie gesagt, alles ist gut, ja, macht euch mal keine Sorgen, das Ding ist sehr gut unterwegs, momentan, für die jetzige Zeit und wohin es geht und noch führen wird, ich weiß es, ja, wie gesagt, ich beende jetzt die Sendung, indem ich euch gesagt habe, hier, ich werde jetzt auch noch Modemillionär, ich werde den Mode Welt verändern, ja, prägen, rasieren. Guck mal, ich habe euch jetzt heute, kommt das Video raus, 28.09., habe ich euch eine Ansage gemacht, ja, der Mode. Merkt euch das! Messt mich an meinen Worten. Heute habt ihr es öffentlich gemacht, für die Öffentlichkeit. Gibt mir ein bisschen Zeit, mit bisschen meine ich jetzt realistisch wirklich 2, 3 Jahre, 4 Jahre. Ich meine, es ist ernst, das ist jetzt nicht so ein Ding für schnelles Geld, ja, es ist arbeiten, hasseln, wir wissen doch alle von euch labern, keiner tut was, ich tu was, wir tun was, ja, wir werden das aufbauen, wir werden das rasieren, ihr werdet sehen, ich werde euch immer mal über Erfolge oder Rückschläge informieren, aber im Großen und Ganzen merkt euch meine Worte, ihr kennt jetzt meine Marke, hat nichts mit meinem Kanal zu tun, ich werde hier nur Werbung dafür machen, so, aber ansonsten ist es eine richtige Marke, es wird richtig laufen, das ist mein täglich Brot, ich bin unterwegs in der Welt und rasiere den Markt, ich kann es gar nicht oft genug sagen, in diesem Sinne, Bobo Family, ihr werdet jetzt bei jeder Werbung, bei jedem Video Werbung sehen, vor dem Video, nach dem Video, irgendwas mache ich, keine Ahnung, weil natürlich werde ich machen, wenn ihr rumheult, deswegen verpisst euch, und in diesem Sinne, ja, kauft ein, seid jetzt die ersten coolen Leute auf dem Schulhof, auf der Arbeit, im Puff, ja, im Dings, Käfigkampf, auf der Straße, im Bahnhof, im Zoo, auf der Dippemess, U-Bahn-Toilette, in der U-Bahn, im Bus, wo ihr auch seid, ja, ihr werdet die coolsten damit sein, glaubt mir, ja. Ja, wirklich, die Leute gucken. Oh, das sind auch die T-Shirts, die ich im Tanzverbot des 2 getragen habe, ja. Die Leute, die gucken nach den T-Shirts, glaubt mir, das ist geil. Ja. So, liebe Leute, das war's. Oh, die längste Monate-TV-Folge der Welt ist zu Ende. Es freut mich endlich, ich bin erlöst, ja. Endlich kann ich auch die T-Shirts tragen und davon Fotos machen und die ganze Zeit bei Instagram posen wie die krasseste Bitch. Ich werde nur noch so Selfies machen bei Instagram. Guck, check mein Instagram, Monate-TV. Und Boba Family auch, ja. Ich werde nur noch so Bilder machen, nur noch so von meinem fetten Bauch. Mit so, guck mal dieses T-Shirt, guck mal so. Nur noch Selfies mit T-Shirts machen. Ich werde Werbung neu definieren. Ja, die werden danach Burner TV im Lexikon neben Werbung Burner TV. Glaubt es mir, ich werde alles machen, Werbung, wenn wir alles rasieren, ja. Also, ihr könnt mich helfen, ja, oder könnt mich nicht helfen, mir ist egal. Nein, also, wenn ihr mir helft, ist gut, wenn ihr mir nicht helft, dann ist mir halt egal, aber kennt ihr immer zu meinem Vorteil, ja. In diesem Sinne, es wird alles gut, liebe Leute, kauft. Ich weiß, es ist teuer, aber egal, könnt ihr ein bisschen investieren. In meine Zukunft, ja, in meine Villa, ey, dann, Bernhard TV von Villa, von mir, aus Villa, ja, dann machen wir eine schöne Party, Abonnentenparty, bei mir in Villa, ja. Ihr könnt das organisieren, ja, mit eurem Geld jetzt, ja. So, ja, was kann ich euch sagen? Alter? Geht auf die Homepage, checkt ab. Wir sind noch immer am Machen. Ja, also wie gesagt, wir sind neu in dieser Welt. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung von gar nichts. Aber wir rasieren. Wir haben keine Ahnung. Ich hatte auch keine Ahnung von YouTube und ich bin König geworden. Ja, jetzt war keine Ahnung von Mode. Jetzt fange ich an, Mode zu machen mit Rasieren. Ja, Homepage ist halt so, wir sind immer am Machen. Ja, da bauen wir. Also ist alles rechtlich abgesichert, ist alles schon gemacht. Siehst du das? AGBs, die Schwachsinn ist alles da. Könnt ihr alles abchecken. So, momentan könnt ihr Überweisungen machen und PayPal.
Zahlen, wir sind auch das mit Lastschrift und dies und das, die Verfahren noch einzuleiten, das weiß man eigentlich gar nicht, wenn man sowas nicht macht. Aber da ist schon einiges, da muss man noch andere Schritte erfordern. Für Lastschrift müsst ihr so Bank kontaktieren und bla bla bla. So, es ist auf jeden Fall alles da, Firmenkonto ist da, Geld, ihr könnt direkt PayPal zahlen, ist ja alles abgesaved, ihr kriegt diese ganze Rückgaberecht, Widerrufsrecht. Bestellt einfach, Qualität ist gut, passt schon, ja, T-Shirts sind Weltklasse geschnitten, krasse Qualität, werdet sehen. Bis jetzt jeder T-Shirt in der Hand hat gesagt, krasse Qualität. Ich lüge euch nicht an, ihr könnt es selber testen, so, ja. Checkt das einfach ab, ja. Natürlich werde ich mir auch das ein oder andere überlegen, dass ich euch mal hier über ein T-Shirt verlosen kann, ja, damit das mal jemand gewinnt und dann mal so ein Bild macht oder euch darüber informiert, wie das hier aussieht und so, dass es eigentlich ein geiles T-Shirt ist, so. Checkt ab, wir haben die Family-Rubrik auf der Seite, wo die ganzen unsere zufriedenen Kunden, unsere Jackpot-Kunden, die Bulbo-Family, unsere Family Worldwide am Start sind. Bis jetzt sind da noch ein bisschen weniger, weil viele haben Angst, viele trauen sich nicht, die das gekauft haben, das ihr T-Shirt da einzuschicken, also ihr Bild mit so einem Selfie vom T-Shirt und sowas. Einige haben es gemacht, so, es wächst. Es kommen immer wieder neue dazu, Leute, die das T-Shirt geholt haben, posten wir da rein, wir posten richtig geil, wo Bild von denen, wo die herkommen, so damit ihr seht, wir haben jetzt schon Amsterdam, wir haben Köln, München, Stuttgart, Darmstadt, Wiesbaden, Alzey, ich weiß nicht, irgendwas war da noch, ja, und es läuft. Liebe Leute, checkt es ab. Wir sind immer auf der Suche nach den nächsten neuen freshen, stylischen Models und sowas, weil wir bringen jeden Tag mindestens ein Instagram-Bild raus und da müssen wir immer viel shooten. Immer shooten. Ich mache bei jedem Model Fotoshooting, mache ich 500 Bilder, suche mir die besten 200 aus, von denen suche ich nochmal 50 aus, dann habe ich 50 Tage wenigstens da zu posten, ja. Und da mache ich das mit Männern, mit Frauen, mit dies und immer Abwechslung. Immer am Shooten, immer auf der Arbeit, immer auf der Jagd nach den freshesten Dingern, so, ey, ich komme jetzt rein in diese Modewelt, ja, ich habe keine Ahnung von gar nichts, aber ich rasiere alles, ja, so machen wir das, ja, ich muss der beste Mensch der Welt werden, das ist meine neue Mission, YouTube-Millionär bin ich auf dem besten Weg, fehlen noch 900.900 Abonnenten, sowas, alles wird gut, liebe Leute. So, ihr wisst Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab jetzt stehe ich euch gerne zur Verfügung, was das Ganze angeht. Ich wollte davor nichts machen, weil das war einfach noch nicht alles spruchreif und nicht fertig, so, aber jetzt ist der Moment, wo wir sagen, okay, jetzt gehe ich raus in die Welt und jetzt verdienen wir Geld, so. In diesem Sinne, checkt ab, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt. Alles gut, wir werden rasieren, ja, ich werde euch immer auf dem Laufenden halten, was so abgeht. Ich weiß nicht, ob ich einmal in der Woche mache, zweimal in der Woche, wenn ich schon so Bulbo-Family-Folge machen. Erzähl euch, was wir gemacht haben, wie es aussieht, dies, das und so. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderbaren guten Tag, wenn ihr das Video seht. Bei mir ist jetzt 4 Uhr nachts, ich muss jetzt dieses scheiß Video 100.000 Mal schneiden und cutten, in diese Tonspur reinbringen, da synchron hin und her. Ja, keine Ahnung, so auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn jetzt nicht irgendwie schon so ein 25% Rabatt wäre, ja, für noch ein paar Gutscheincodes, die noch da sind, wer zuerst kommt, mal zuerst, ja, würde ich euch jetzt natürlich auch einen Code anbieten, so einen Rabatt anbieten, so, ja. Aber gut, das, noch sind ein paar Codes da, wenn die weg sind und so und wir das machen, so. Irgendwann werde ich euch auch mal hier irgendwas anbieten, so. Ich kann das nicht selber entscheiden, das ist, es ist eine Kapitalgesellschaft, liebe Leute. Es läuft alles über Dings. Finanzamt, Steuerberater, Partner, muss ich auch mal mit ihm immer absprechen. Ich kann ja nicht einen Eingang machen, ja. Aber egal, wir werden hier sicherlich das ein oder andere schöne Special machen und bla bla bla. Ey, fuck mich jetzt nicht ab, Bernhard. Was laberst du für einen Scheißdreck jetzt? Okay, ich gehe jetzt Dinge machen, ja. Also, merkt euch meine Worte. Das war eine Ansage an die Modewelt. Ja, ihr seid alle am Arsch. Jetzt kommt der König, ja. Ich habe Tanzverbot gefickt, ja. Ich habe YouTube gefickt. Jetzt fick ich die Modewelt. Ansage. So wird's kommen. Ihr werdet sehen, liebe Leute. Ja. Von nix kommt nix. Ich hustle, aber hustle wird. Bulbo Family, checkt ab. Ciao. BulboFamily.com. Ciao.